Eine Stickelschreiberin mit Namen Walfried. Vorname Ridi, scheint sein Kosename, wenn ich's richtig sehe. Hat nicht Lysistra da verfasst und nicht die Treuerinnen. Auch kein Ilias und keine Odyssee. Doch gefallen haben mir die alten Stickel pfundig. Von Aristophanes bis Plautus, ja, bis Shakespeare. Der widerspenstigen Zähmung war für Walfried als Bühnentrankerl schon das reinste Festbier. So heißt die Katharina heute jetzt Monika. Und der Petruccio, der wird zum Hannes. Ein bayerisches Stückel schreiben ist auch nicht gerade das Leichteste. Doch unsere Ridi Walfried konnte es. Und jetzt passt auf. Auf einem Bauernhof im Berchtesgadener Land spielt die Komödie jetzt, und zwar nicht heute. Na, so um 1930 rum, vor 50 Jahren. Das war die Zeit. Und wir warten. Da hat es am Bauernhof noch Knechte und Mägde gegeben. Doch war kein Red am Land noch von Emanzen. Der Mann, wie wir es heute spielen, hat's Weib gezählt und lasst sich nie nicht auf der Nase tanzen. Jetzt langt's. Die Story, wie man bayerisch sagt, wird nicht verraten. Ich wollte euch nur das Milieu ein bisschen schildern. Dass ihr euch da auskennt, kann nicht schon. Momentel, Moment. Als Regisseur lasse ich jetzt die Figuren kommen, damit ihr es gleich am Anfang einmal seht. Sie stellen sich vor, seid heute ein bisschen freundlich. Die glauben uns gar nicht, dass das da bringt. Auf geht's. Monika und Hannes. Der Herr Bürgermeister. Ein Gemeinderat. Kuni und Toni. Und ein Herr mit sehr bekannten Namen und der Devise: keine Feier ohne Meier. Grüß euch Gott, ihr lieben Leid, in Komödienstadelheit. Wir spielen auf für jung und alt, wir sind sicher gefreut. Jetzt passt auf, was passiert, weil eine Erbschaft wird halbiert. Der Waldhof hat seinen Herrn verloren und die zwei sind Erben worden. Aber nur zum Ausprobieren, einer soll verlieren. Ich bin die Erbin Monika, versteh was von Landwirtschaft. Ich bin der Erbin Hannes und bin im Wald eine erste Kraft. Ein Jahr lang wird jetzt ausprobiert, wer diesen Hof am besten führt. Doch nicht ein Bein, das sich nur ziert. Du starker Mann, da hast dich gern. Ich bin der Bürgermeister von Stauding, liebe Leid. Glaubt's lieber dem Gemeinderat, bei dem da fehlt's ja weit. Und wir sind zwei Verlobte. Doch kommen wir nicht zusammen, weil von den Gütern dieser Welt wir hint und vor nix haben. Mein Name ist Max Meier. Ich führe in München drin eine Agentur, ein Wettbüro. Geh schauen's doch einmal hin. Alle sind wir jetzt beieinander auf dem Hof in Bayernland. Wir sind dazu gekommen, bald auf, darum Vorhang auf. So eine fade Warterei.
Mit was für einem Zug sollen jetzt die zwei Erben eigentlich kommen, Kappehofer? Mit dem Nachmittagszug. Na, die Uhrzeit meine ich, die Uhrzeit. Um 4 Uhr kommt er gern, wenn er keinen Gegenwind hat. Sehr witzig. Aber du hast nicht einmal so Unrecht. Unser Stadion liegt an einer so blöden Nebenstrecke, dass uns die Reichsbahn scheint fast vergessen hat, gell? Ja, im Tag werden wir uns doch nicht geirrt haben. Nein, im Tag haben wir uns nicht geirrt, das weiß ich ganz genau. Am Mittwoch, dem 5. August 1930, da kommen die zwei nicht. Brav, und heute ist Montag, der 3. August 1930. Ach, woher denn, Kappehofer? Die haben bloß abreißen vergessen. Komm, du hast zwei Plattl weg. Wo steht denn drauf? Immer noch Montag, der 3. August. Na, hinten meine ich. Hinten am Blatt, hinten, da stehen doch immer so komische Sprüche drauf. Ja, nicht? Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Ah, da schau her. Laut diesem Spruch bist du natürlich ein Zweidrittel-Narr, nicht? Warum? Ja, weil bei dir nur der Wein stimmt. Gesang kann man ja bei deiner Stimme nicht sagen, nicht? Die klingt ja wie ein Schubkarren, der 5 Jahre lang nicht mehr geschmiert worden ist. Und was das Weib betrifft, Kappehofer, sei mir nicht böse, wenn ich da an der Alte denke. Also, wir haben immerhin nächstes Jahr silberne Hochzeit, nicht? Und da ist man nämlich nicht mehr so ganz taufrisch, das verstehe ich. Schau mich an, ich bin noch im vollen Saft. Und vor allem noch zu haben, ja, Kappe. Ja. Ha, der Narr ist Glück bei den Weiberleuten. Obi? Mir gefällt dir jede. Aus dir spricht bloß der pure Neid. Komm, du das andere Blatt auch noch weg, sonst meinst du mir am Dienstag, dem 4. August. Ja. Jung gefreit hat noch niemanden gereut. Ist natürlich auch ein Blödsinn. Kannst ausnahmsweise mal recht haben. Du sag einmal. Was? Meinst du, dass der selige Waldhofer mit seinem Testament einen Hintergedanken gehabt hat? Wieso? Na, dass sich die Monika der Hannes in einem Jahr näher kommen, dann hätte der Waldhof gleich einen Bauern und eine Bäuerin. Ach so. Aha. Ja, zuzutrauen wär's dem alten Fuchs schon, dass er bloß deswegen die Verklausulierung wegen dem Erbschaftsprobejahr in seinem Testament vorgeschrieben hat, gell? Ja, halt auf, dürfen denn die zwei überhaupt heiraten? Die sind doch verwandt, Väter und Basel. Also für einen Gemeinderat hast du eine ziemlich gescheerte Ausdrucksweise, nicht? Hm? Als Amtsperson sagt man nicht Basel, sondern Cousine. Ja, das nein? Kannst du machen als Bürgermeister des Standesbeamter. Ja. Aber ich sag zu meiner Bosen immer nur Basel. Ja, ist schon gut, alter Bosler. Ja, aber soviel ich weiß, ist ja die Monika und der Hannes noch um ein Eck rum weiter verwandt. Nicht also so gesehen, heiraten könnten sie schon, nicht? Weißt du was? Na? Ich trinke nur ein Bier. Das ist der erste gute Einfall von dir. Ich auch. Kuni! Auf dem Hofe scheint Selbstbedienung. Greif an. Ja. Ja, Kuni! Ja, was ist? Ja, bring uns bitte schön noch ein Bier. Ist leider keins mehr im Haus. Ihr habt ja die letzten Vorräte vernichtet. Was, die paar halbe? Ja, wo kein Mann im Haus ist, braucht man auch kein Bier. Soll ich zum Wirt noch eins holen? Nein, nein, bleib nur da, Kuni. Das dauert zu lang. Ja, einen selber pressten Most hätten wir noch im Keller. Ja, mir gang's nicht. Ich mag keinen Apfelsaft. Das ist kein Apfelsaft, das ist ein Apfelwein. Ach so? Probieren wir noch mal. Ja, Freilich, den probieren wir mal. Ja. Darf ich mal was fragen? Natürlich, Kuni. Bist ein bisschen neugierig, hä? Ja. Warum kriegen wir jetzt eigentlich auf dem Hof da zwei Erben? Ja. Ja, und euch zwei als Aufpasser? Ja, weil das der selige Waldhofer so komisch in sein Testament neingeschrieben hat. Direkte Nachkommen hat er kein. Ja. Da hat er zwei entfernte Verwandte als Erbschaftskandidaten für ein Probejahr eingesetzt. Den Hannes Berghammer. Und die Monika Bichler, nicht? Ja. Und das wird funktionieren? Mhm. Ja, das wird sich schon rausstehen, Kuni. Ja, die Bewirtschaftung von Haus, Hof, Wald etc., die müssen sie sich natürlich aufteilen, nicht? Und als Wirtschaftsgeld hat jeder von den zwei schon ein Startkapital von 10.000 Mark vom Notar bereits gekriegt, nicht? Und wir zwei sind sozusagen dem seligen Waldhofer sein irdisches Schiedsgericht, nicht? Ja, das sind wir aber auch. Ja, weil jetzt besser Wirtschaft von den zwei keine leichtsinnigen Ausgaben macht. Wer halt sozusagen der Tüchtigere ist. Der wird der endgültige Erbe. Allerdings muss er dann den anderen mit 20.000 Mark auszahlen, nicht? Und das bestimmt ihr zwei, wer den Hof kriegt? Jawohl, das bestimmen wir. Das glaubst. Von uns kriegt der Notar laufend die anfallenden Erfolgs- oder Misserfolgsmeldungen von den zwei. Bist du jetzt zufrieden? Ja, jetzt bin ich zufrieden. Na, ist gut. Dann hol jetzt den Most
und gleich eine Begrüßungsbrotzeit. Ja. Jawohl, das tut. Ja, halt, halt. Da. Ein Most. Ja, sag einmal, Kappihofer. Hä? Nein, den mag ich nicht. Nicht. Meinst du jetzt wirklich, dass der alte Waldhofer damit spekuliert hat, dass der Hannes und die Monika miteinander... Hä? Ja, das meine ich. Oh, das wäre mir aber gar nicht recht. Warum? Na, dir kann ich ja sagen, du bist ja keine Konkurrenz für mich, nicht? Hm? Ich hab mir nämlich gedacht, dass ich und die Monika, verstehst? Schließlich bin ich ja noch ledig, nicht? Du! Ja, du nicht. Du bist streng verheiratet. Leider. Wieso leider? Hast du gerade vorgelesen. Jung gefreut hat noch niemand gereut. Ja. Das musst du aufhalten. War das jetzt der Zug? Nein, ein Flugzeug, du Doppeldicker. Ah. Sag mal, schaust jetzt du daheim nie einen Spiegel, nein? Doch. Alle 8 Tage beim Rasieren und das langt mir. Da siehst du gar nicht, was du für einen Kopf aufhast. Ein solcher gehört ja in die Hosen rein. Du hast sowas, ja. Da kommt wirklich dann nicht. Du bist eingefahren. Jetzt können sie jede Minute kommen. Ja. Warte, ich helfe dir ein bisschen, Conny. Na, geht das schneller. Also, interessieren tät's mich ja schon, ob's der Hannes oder die Monika schafft. Ja, die Monika natürlich. Die stammt selber aus dem Hof. Ja, und außerdem sollst du Ökonomie studieren. Ja, weiß ich. Sogar in Weihenstephan, nicht? Ja, studiert die Bayerin. Ja. Aber der Hannes dagegen ist ein Jäger und Forstmensch. Mhm. Ja, was versteht die der von der Ökonomie? Da hat sie recht. Ja, du, sag einmal, Conny, hast du vielleicht zufällig einmal was leiten gehört oder erfahren, ob die Monika Bichler irgendwie einen Freund hat oder verlobt ist oder so? Hm? Nein, da hab ich nichts gehört. Du hast nichts gehört? Jägerl, jetzt hab ich das Brot vergessen. Ich brauch kein Brot. Ja, jetzt kommt die Monika. Tralala. Da schau her, der Herr Bürgermeister, der träumt schon von der Monika. Du gespinnerter Uhu. Du, dir gib ich noch gleich einen gespinnerten Uhu. Auf. Hast du jetzt aufgesagt? Ja. Da hab ich doch richtig gehört. Ausgerechnet du musst über meinen Kopf reden. Ausgerechnet du. Mit deinen 17 Haaren auf deiner Sumpfwiese. Ja, und du nachher mit deiner Schuhbürste unter der Nase? Da meint ja jede Frau, sie kriegt von einem Kaktus ein Bussel. Was verstehst denn du schon von Frauen, Kappihofer? Dich schaut doch keine an. Oha, ja. Gerade ein solider, wenn auch verheirateter Bürger, hat oft mehr Chancen. Wäre so ein bremsiger Kugel. Ja, das werden wir ja sehen, wenn die Monika bevorzugt, nicht? Jawohl, und wenn du deinen Sonntagsanzug anziehst und dich vom Bode herrichten lässt, wie ein Bräutigam für die Monika, bist du um 1000 Jahre zu alt. Zu alt? Ja. Kappihofer, dass ich nicht lach, die paar Jahre. Und im Übrigen mögen junge Damen gerne ein bisschen was Väterliches, verstehst du? Du bist kein Vater, ja, freilich. Du bist der Großvater. Ja. Und für die Monika bist du ein Methusalem. Was bin ich? Ein Methusalem. Jetzt schmiere ich nicht. Ja, was ist denn? Schluss aufhören. Ja, die Monika. Grüß Gott. Grüß euch Gott. Wir haben nur auf dich gewartet. So. Herzlich willkommen. Und als Willkommensgruß hat's gleich zum Raffer angefangen. Mir? Nein. Nie. Grüß Gott, ich bin die Kuni. Grüß dich Gott, ich weiß schon, wer du bist. Ja. Dann bring ich gleich das Gepäck auf dein Zimmer, gell? Ist schon recht. So, dann ist also einer von euch der Bürgermeister Niederegger. Jawohl, der bin ich. Herzlich willkommen in Stading, Monika. Grüß dich Gott. Und der andere, der Gemeinderat Kappelhofer. Ja, der bin ich. Ja, der ist der. Grüß. Ja. Und euch zwei hat also mein Onkel testamentarisch als Vertrauensmänner bestimmt. Jawohl. Bei dem Spiel, was jetzt beginnt. Was für ein Spiel? Na, ein bisschen komisch ist die Sache schon. Aber wo ist denn der Hannes? Der Hannes? Ja, ist der nicht mit dir im selben Zug gekommen? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, kennst denn du? Wenn er sich nicht die letzten 7 Jahre total verändert hat, nachher schon. Ja, heißt das, dass du ihn 7 Jahre lang nicht mehr gesehen hast? Genau das. Ja, wenn der Hannes nicht bei dir im Zug war, dann kommt der Nächste erst auf Nacht, nicht? Ja, dann brauchen wir mit dem Willkommensimbiss auf den Hannes gar nicht zu warten. Da ist ja eine Brotzeit hergerichtet. Ja. Und ein Apfelmust. Sakra, das ist vielleicht ein saures Weizen. Ja, direkt zum Neibeißen.
Du verschau dich fein nicht, hier vorne schon deine Glotzer raus. Du schaust es ja auch wie ein geschüttelter Trut an. Du, bei mir ist alles offiziell und legal, gell? Aber du nimmst ja schon einen Anlauf zum Ehebruch. Ich? Was ist? Wollt's nicht mithalten? Sind wir schon da beim Dasein? Bitte schön, so. Dann darf ich sagen, trinken wir zuerst einmal. Kann nicht schaden. Ich hab einen Fischdurst. Haben wir gescherde. Ist der sauer? Sauer macht lustig, Monika. Ja, ich seh schon. Da muss ich hinter einigem her sein, sogar beim Mostpressen. Ja, ja. Aber jetzt bedient's euch nur. Bitte schön. Ja, bitte schön. Gell? So, da lang. Oh. Ein bisschen was darfst du uns schon auch noch übrig lassen. Viel Fraß, benimm dich. Ja, so. Ganze Gedanken, gell? Ganze Gedanken. Bitte schön. Dankeschön. So. Na, das Gleiche hat das aber auch nicht besonders schön, hä? Dafür ist Brutsch da rundherum. Man merkt halt, dass in dem Haus schon länger eine Frau fehlt. Bist du recht eine Tüchtige, hä, Monika? Naja. Das Wirtschaften auf dem Hof habe ich schon gelernt. Ja, ja, ich weiß, sogar auf der höheren landwirtschaftlichen Schule in Weinstephan. Respekt. Fragst du mal, ob sie schon einen Bräutigam hat? Fragst doch selber. Fragst du, du bist der Ältere. Nur mal, wenn du mir die paar Jahre vorhältst, dann sind dich die eine, gell? Was habt's denn? Nein, nichts mehr. Ich wollte, das heißt, der Kappelhofer wollte was fragen. Ich? Nein, du. Na du. Es ist doch gleich wer. Also, was wolltest du denn wissen? Ja, ob's du vielleicht schon einen... Schon einen Bräutigam hast? Ja. Nein, aber Bodies gern sein möchten. Ja, das glaube ich gern, Monika. So wie du ausschaust und wie du gestellt bist, mein lieber Klasse. Ja, sieh so jetzt, Raschbler. Aber warum schaust du nachher nicht nach einem um? Ich meine, es war schon Zeit bei dir. Hätte es jetzt ein Kompliment sein sollen? Ja. Dann ist es aber in den Graben reingegangen. Jetzt sag einmal, Monika, wie soll denn derjenige ausschauen, der dir gefallen hat? Ha? Mei, das ist schwer zum sagen. Ja. Als junges Mädel, da habe ich natürlich auch immer von einem Prinzen träumt. Ja, ja, freilich. Jetzt ist mir das Äußere nicht mehr so wichtig. Aha. Können soll er was im Beruf, was darstellen im Leben. Und einen anständigen Charakter muss er haben. Treffert alles auf mich zu. Ja, und gern haben müsste ich ihn natürlich auch. Ja, so. Sag mir, Monika, glaubst du eigentlich auch an ein Horoskop? Aber nur, wenn was Gutes drinsteht. Was bist jetzt du für ein Sternzeichen? Eine Waage. Muss jetzt gleich einmal daheim nachschauen, ob ein Fisch zur Waage passt. Warum bist du ein Fisch? Ja. Forelle blau, das passt nie. Denken wir halt, ein Partner fürs Leben, den kann man sich nicht ausrechnen oder suchen. Ja, ja, ja. Ich werde schon mal merken, wenn es der Richtige ist, wenn er bei der Tür reinkommt und grüß Gott sagt. Grüß euch gut miteinander. Ja, Hannes, grüß dich. Das ist der Hannes. Jawohl, das ist er. Ihr habt es mir wohl schon erwartet. Freilich. Willkommen, Hannes. Grüß dich, Monika. Warte mal, ich glaube, 7 Jahre sind es her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. He? Das gefährliche 7. Jahr. He? Na, damit meint man eigentlich was anderes. Und jetzt lasst uns der selige Waldhofer zu einer Art Wettkampf antreten. He? Na ja, gut, na, da haben wir den gefallen. Also müssen dort keiner von uns. Jetzt sind wir da, jetzt probieren wir es auch. Widersprechen könnte man ihm sowieso nicht mehr. Na, und ihr zwei? Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass der Waldhof so viel Dienstboden hat. Da ist der eine wohl der Rossknecht und der andere der Altknecht. Der Altknecht bist du? Hoppala, hoppala, Hannes. Bin immerhin der Bürgermeister von Stauding, gell? Ja, und ich bin Gemeinderat in Stauding. Und da haben wir mich sauber blamiert. Nix für ungut. Ach, gut, die Herren Honoration. Herzlich willkommen, Hannes. Aber bleibst du sitzen. Wo ist dann? Dann trinkt man drauf. Mhm. Dass wir uns alle recht gut vertragen. Prost. 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 Prost, Hannes. Prost. Also, das nur mal gesagt ist. Du, Hannes Berghammer, und du, Monika Bigler, habt ihr vom Notar bereits Bescheid gekriegt und jeder 10.000 Mark Vorschuft zum Wirtschaften, nicht? Mhm. Ja, jetzt kommt also eine Art Probejahr auf euch zu. Das heißt, wenn einem das Geld früher ausgeht, nicht, dann kann es natürlich auch kürzer werden, nicht? Und wir zwei müssen den Notar,
immer mehr machen, wie er wirtschaftet. Ja. So hat sich das der selige Waldhofer halt ausgedacht gehabt. Nicht? Eine saudumme Verklausulierung ist es, eine saudumme. Jetzt ist schon, wie es ist. Wie ihr euch die Arbeit aufteilt, wer sich um Groß, um Klein viel kümmert, um Wald, um Feld, das müsst ihr halt selber ausmachen, nicht? Da werden wir keinen Richter brauchen. Ja. Mich interessiert hauptsächlich der Wald. Aha. Na ja, gehört da viel dazu zum Waldhof. Ja, ja. Da bin ich daheim. Und es ist halt auch im Sinne vom Erblasser, dass ihr euer kleines Kapital gut anlegt, wunderbar wirtschaftet und womöglich mehr draus macht. Na ja, das verstehe ich schon, aber ich muss euch gestehen, ich hab nicht mehr, sondern schon weniger draus gemacht. Hä? Was sagst du da? Ja, meine Mutter hat auf dem Häusl den Rest von einer kleinen Hypothek gehabt. Ach schon. Die hab ich gezahlt. War nicht viel. Bloß 2500 Mark. Bloß, sagt ihr? Also, dann hast du also von deinem Startkapital schon um 2500 Mark weniger, oder? Nein, nein, um 3300 hab ich schon weniger. Hä? Gerade hast du doch gesagt, die Hypothek war 2500. Ja, aber ich hab einen Hund gekauft für 800 Mark. Was? Ja. Einen Hund für 800 Mark? Bei uns im Landkreis hätte er 800 Hund für eine Mark gekriegt. Vielleicht so ein Zamperl, eine Mischung zwischen Stirnkleid und Kartoffelsalat. Aber doch keinen persischen Windhund nicht. Sure. Ein Jagdgast von meinem Grafen, von meiner früheren Herrschaft, der macht eine Afrikareise. Mm. Und da hat er mir den Hund billig zukommen lassen. So ein Glücksfall. Prost! So ein Glücksfall, sagt er. Und der Rost ist gut. Der mag's gern sauer. Ich auch. Mhm. Grüß Gott. Sie sind der Herr Berghammer, gell? Der Ron. Und wer bist du? Ich bin die Kuni. Ich kehr zum Haus. Oh, das ist einmal ein Liebesinventar. Grüß dich, Kuni. Darfst aber ruhig du zu mir sagen. Na, da in Stauding, da sitzt man nicht einmal am Fahrer. Ja, dann bin ich halt so frei, Hannes. Da drüben ist Zimmer für den Bauern. Bei der Tür hinaus, über den Gang und drüben wieder rein. Mhm. Ich trag dann gleich deinen Koffer über, gell? Also gut, ja, danke dir. Sag einmal, Hannes, wie bist denn du eigentlich hergekommen? Doch nicht im gleichen Zug wie die Monika. Ne? Also ausgestiegen bist du jedenfalls in Stauding nicht. Ja, im gleichen Zug sind wir schon gewesen, aber gesehen haben wir uns nicht. Ausgestiegen bin ich tatsächlich schon eine Station früher in Kalling. Aha. Ja, da hab ich das Einladen bei einem Bummelzug am Güterwagen ein bisschen lang gedauert. Ja, dann bin ich durch den Fichtenwald über das Bergl da zu Fuß rübermarschiert. Mhm. Herrschaftszeiten ist der Wald verludert. Sagt mal, wen gehört denn der? Der Wald? Ja, der gehört dir. Mir? Ja, das heißt natürlich auch der Monika. Ja, einen von euch zwei werde ich in einem Jahr kehren. Ja. Also das wird meine erste Arbeit sein, dass ich da Ordnung reinbringe. Mhm. Die alten überzähligen Stämme, die lassen wir raushauen und zwischen Karling und Pupping, da muss aufgeforst werden. Das ist gut. Das ist ein schöner Plan, Hannes, aber aufforsten kostet einen Haufen Geld. Ja, ja, mein Lieber. Der selige Waldhof hat wenig machen lassen in der Beziehung. Du, da muss was geschehen. Mhm. Und wenn mein Geld nicht ganz gegangen sollte, dann werden wir bestimmt die beiden Herren da mit einem billigen Darlehen aushelfen, stimmt's? Wie viel brauchen wir? Kappihofer, wir gehen. Wir haben unseren Auftrag erfüllt und zu mehr sind wir nicht verpflichtet. Hast du mich? Ich hab dich ja. Zu mehr sind wir nicht verpflichtet. Mein lieber Freund, der fängt ja gut an. Hm? Also für mich steht fest, den Hof kriegt die Monika. Ja, ja. Für die gut, Hannes. Für die gut, Hannes. Was das für Schmecker? Für die gut, Monika. Komm schon wieder zum Nachschauen, gell? Ist recht. Ja, für die gut. Ich muss dir sagen, eine gute Partie. Das ist meine Sache und geht dir keinen Schmarrn an. Ja, ja. Du hast der Alte. Für die gut, Monale. Monale, Hirschwinkel. Tete. Die zwei habe ich sauber ausgegelt, hä? Ah, das war Absicht. Na, solche Typen brauchst du bloß ein bisschen auf den Geldbeutel klopfen. Dann nehmen wir das Pfirs unter den Arm und rennen davon. Und warum hast du das so schnell los sein wollen? Da fragst du noch, Monika. 7 Jahre haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen. Und deswegen vergraulst du die zwei komischen Staudinger Kommunalpolitiker. Ja, wenn ich mit so einem reizenden Weiberl allein sein kann, da wäre ich zum Diplomaten. Nur immer ganz narrisch hinter der Damenwelt her. Na, die Damenwelt ist hinter mir her. Du hast dich wirklich nicht verändert, Hannes. Oh, Monika, ich glaube, so schnell durchschaust du mich nicht. Aber wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, dass wir uns kennenlernen. Na, und dazu sind wir doch da. Wir sind deswegen da, weil es der Waldhofer in seinem Testament so bestimmt hat. Und zu sonst nichts. Meinst? Dann muss er dir was vorlesen. Vorlesen? Ja, ich habe nämlich vom Notar nicht nur 10.000 Mark gekriegt, sondern auch einen Brief vom seligen Waldhofer. Jetzt pass auf, zuerst schreibt ein bisschen drum rum und dann heißt es wörtlich: Ich leg dir die Monika ans Herz, lieber Hannes, heirate sie.
dann bleibt ihr alle zwei auf dem Hof. Das wäre noch ins Grab hinein mein sehnlichster Herzenswunsch. Ja, der Onkel stammt halt aus einer Generation, wo man auf diese Weise Ehen gestiftet hat. Hör weiter. Ihr habt ein Jahr lang Gelegenheit, dass ihr zusammenfindet. Das habe ich extra so eingerichtet. Ich habe auch ein wenig herumhorchen lassen und erfahren, dass ihr beide keine feste Bindung habt. Und so jung seid ihr auch nimmer, dass ihr noch recht lange suchen solltet. Also das heißt man Realisten. Jetzt pass auf, jetzt kommt noch was. Eine letzte Bitte hätte ich. Tauft euren ersten Buben nach mir. Also Monika, unser erster Bub wird Leonhard heißen. Leonhard Berghammer. Klingt nicht schlecht, oder? Schlecht oder gut? Der Wunsch vom Waldhofer wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Monika, wir haben uns doch einmal sehr gern gehabt. So? Das muss ich rein vergessen. Du weißt was, alle anderen kriegen von mir einen Abschied. Monika, du bist die Einzige, die ich möchte. Und du bist der Einzige, den ich mir möchte. Oh, das glaube ich nicht, Monika. Ich spür's direkt, dass wir zwei zusammenkehren. So, du hast wirklich was gespürt, damit's nicht gelungen hast. Ja, was war jetzt das, hä? Ja, hau mir die eine runter. Das ist ja eine Furie. Ja, da bleibe ich doch nicht in dem Haus. Keine 5 Minuten bleibe ich da. Wenn du nicht herkommst, dann sind wir da Watschen einfangen. Jetzt einmal langsam. Wenn jetzt ich gehe, dann kriege ich ja die 20.000 Mark auch nicht. Und das Geld müsste eigentlich da bleiben. Ja, natürlich, die schenke ich da nicht her, da wäre ich ja blöd. Ja, aber schneller als ein Jahr müssen sie halt gehen. Ja, natürlich. Ich brauche bloß den Rest von meinen 10.000 Mark leichtsinnig rausschmeißen. Da kriege ich 20.000 dafür. Monika, geliebte Feindin, und wenn's dich zerreißt, ich bleib da. Hoffentlich ist mein Kuni nicht weg. Toni, bist das doch? Gell, ich hab dich sogar von hinten kennt. Ja, ich bin's schon. Grüß dich, gut Mädel. Grüß dich, gut Bub. Wie geht's dir denn? Bist du gesund? Ja, ja, gesund schon. Ein halbes Jahr lang hab ich dich jetzt nicht gesehen. 5 Monate und 24 Tage. Ja, wie das letzte Mal da warst, waren's nur 3 Monate. Ja, und das vorletzte Mal waren's nur 4 Wochen. Mei, ich kann doch nicht von jeder Arbeit gleich wieder davonlaufen. Am liebsten bleibe ich schon überhaupt da. Aber wenn ich's nirgends lang aushalte, dann kriege ich doch nie die 4.000 Mark zusammen, dass ich endlich dem Lena seine Schlosserei pachten könnte. Ich habe jetzt genau 247 Mark erspart. Naja, zum Geschäftsgründen ist halt ein bisschen wenig, gell? Ja, schon. Aber sonst ist schon sehr viel. Hast denn du gar nichts zurückgelegt? Ja, freilich. Alles, was ich verdient habe. Keine neue Joppen habe ich mir gekauft, keine Stiefel, obwohl ich es dringend brauche. 160 Mark habe ich beieinander. Ja, das ist ja noch weniger. Auf 4.000 Mark müssen wir da ja noch 100 Jahre sparen. Ja, leicht. Nein, ich hätte schon noch mehr. Aber der Mensch muss halt fast jeden Tag essen. Dauernd knurrt mir mein Magen und ich muss mein sauer verdientes Geld wieder ausgeben. Ja, ja. Und das Gemeinste ist, dass einem gerade das am besten schmeckt, das teuer ist, gell? Nein, deshalb bin ich mein Magen schon abgewöhnt. Ich habe jetzt das System, wie man am billigsten lebt. Ja, in der Früh, da gibt es einen Käse und ein bisschen Brot. Und zum Mittag? Wieder ein Käse und ein bisschen Brot. Ja, und auf die Nacht? Da mache ich mal eine Abwechslung. Da gibt's Brot mit ein bisschen Käse. Hängt dir denn das nicht zum Hals raus? Und wir. Mei, wenn ich dran denke, dass ich jetzt mit einem kleinen Kapital ein wohlhabender Mann werden könnte. Es ist zum Horausreißen. Ja, wie meinst du denn das? Ach, das ist jetzt zu umständlich zum Erklären. Wer's sehen? Ich krieg mein Leben lang keine eigene Schlosserei. Und ohne Schlosserei kann ein Schlosser nicht heiraten? Jo, kann er schon, aber es ist halt das gleiche Gefried wie jetzt. Ach ja. Du, Kuni? Ja? Tätst mir jetzt nach dem halben Jahr nicht vielleicht ein Bussel geben? Ach ja. Kunerli. Donerli. Mahlzeit, schmeckt's? Guter neue Bauer. Toni sagt, grüß gut. Ja, grüß gut. Grüß dich gut. Weißt, ich habe ihm das Puzzle nur gegeben, weil er sonst zu wenig kriegt. Aha. Wie heißt du denn, dein Puzzlefreund? Toni. Lachmeier. Das ist einmal ein lustiger Name. Lacht sie jetzt weil recht viel? Er war jetzt ein halbes Jahr lang nicht da. Ja, das ist weniger zum Lachen, gell? Wisst was, da müssen wir gleich das Wiedersehen feiern.
Kuni, habt ihr außerdem Most noch was anderes im Haus? Irgendeinen gescheiten Männertrunk? Das Bier ist leider ausgegangen. Aber einen Schnaps hätten wir noch. Ja, her damit, ja. Und ein paar Glasl. Jetzt schau her, Bauer. Da ist das Libowitz, da ist der Enzian und da ist der Wacholder. Dann bringst du das Libowitz. Toni, komm, geh her, sitz dich her. Ja, da greift zu, mach Brotzeit. Da ist ja noch ein bisschen Kreihertz da. Oder magst du lieber einen Käse? Nein, bloß keinen Käse. Wie heißt's? Bei einem guten Essen soll man auch das Trinken nicht vergessen, gell? Ja, Kuni, warum hast du denn für dich kein Glasl mitgebracht? Na, danke schön. Ich vertrag keinen Schnaps. Ach so. Ist nur Donnerl. Sowas kann ich da nicht oft vorsitzen. Jetzt komm, jetzt setz dich her und trag uns die Ruhe nicht aus. Ja, dann bin ich halt so frei. Weißt, mein Toni ist ein Schlosser. Ja, ich hab sogar schon die Meisterprüfung gemacht. Aber auf eine eigene Schlosserei, da bring ich's nicht ums Verrecken. Weißt du was, Toni? Dann trink mal drauf, dass es bald klappt. Hä? Prost. Prost. Dass du aber keinen Rausch kriegst, Toni. Dabei wäre jetzt die einzige Schlosserei von Stauding zum Verpachten. Aha. Der alte Lena tät gern aufhören. Du, das musst mir her noch genau verzeihen. Aber jetzt trinken wir mal auf euer Wiedersehen. Prost. Prost. Ich spür's fein schon. Das macht nichts. Ja, was ist denn da los? Sind wir im Wirtshaus? Nein, wir feiern Einstand, Waldhofbäuerin. Deinen übrigens auch. Komm, setz dich rüber zu uns. Trink ein Glas mit uns mit. Dankeschön. Ich hab mich bei Saufbrädern noch nie wohl gefühlt. Ja, Kuni, wo sitzt denn da umeinander? Hast du keine Arbeit nicht? Marsch in die Küche und nimm das Zeug vom Tisch mit. Der Bauer hat's mir erlaubt. Aber ich nicht. Marsch und Arbeit. Der Bauer, der hat mir's ja direkt angeschafft, dass und ich schaff dir an, dass du jetzt in die Küche gehst zum Abwaschen. Ja. Lass dir nur Zeit, Kuni, pressiert nicht. Und bei der Gelegenheit kannst du mir gleich einen Schluck Milch mitbringen. Der Most war so sauer. Und wer ist der da? Du kannst auch gleich gehen. Aber sitzen bleiben, Toni, und lass dir den Slipowitz schmecken. Die Bäuerin mag sowieso keinen. Feine Freund hast du, Hannes. Muss ich dir schon sagen? Jawohl, hab ich. Der Toni ist ein Schlossermeister und bald hat er eine eigene Schlosserei. Ja, in 8 Tagen, da könnt ihr's haben. Aber es geht halt, es geht. Dem gnädigen Herrn Bauern sein Geld wird auch bald zu Ende sein, weil das mit seinen Freunden versauft und verlumpt. Geld allein macht nicht glücklich. Prost, Toni. Ich krieg ja einen Rausch. Das macht doch nichts. Die ganze Welt schaut freundlich aus, wenn man ein Glas getrunken hat. Prost, Waldhofbäuerin. Auf mich brauchst du nicht zuprosten, ich verzicht. Ja, du liest lieber einen Roman. Das ist kein Roman, sondern das ist das Wirtschaftsbuch vom Waldhof. Und damit muss ich dringend wer beschäftigen. Lobesam, beschäftige dich nur. Toni, ich geb dir noch einen Schnaps mit. Was machst du denn? Slipowitz, Enzian, hä? Nein, das braucht's doch nicht. Da möchte ich aber auch gefragt werden. Ja, bitte, dann fragen wir dich halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flaschen sind da. Eine steht am Tisch. Davon gehören also nach Adam Riese 4 mir, ja? Und mit denen 4 kann ich immer haben, was ich will. Toni, ich geb dir gleich 2 Flaschen mit, weil das da gibt besser. So, da hast du die 4. Flaschen auch gleich. Und die anderen gehören mir. Und jetzt möchte ich mal Ruhe haben. Ich möchte nämlich das Wirtschaftsbuch durchschauen. Du verstehst ja eh nichts davon. Man soll sich nicht um jede Arbeit reißen. Toni, ich möchte es lustig sein. Jetzt singen wir einmal einen. Trink, trink, Brüderlein, trink. Lasse die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein. Ich hab das gleiche Recht, der Herrin in der Stube anzuschaffen wie du. Aber nur in der halben, wenn man es genau bedenkt, gell? Was soll denn der Blödsinn wieder? Ja, bei 2 Erben ist jeder für seine eigene Hälfte verantwortlich. Da werden wir gleich einmal eine geometrische Einteilung treffen. Toni, nimm mal den Stuhl da. Komm, nimm den Stuhl. Aha, einen Strick haben wir da. Stell den Stuhl in die Mitte von Eingang. Genau in die Mitte, gell? So. Jetzt pack die Strickerl da und bind gut fest, gell? Schön festbinden. Ich glaube, ihr habt's voll Schnaps erwischt. Im Gegenteil, das ist jetzt die Gemeindegrenze. Da drin bin ich daheim, auf der Seite die gnädige Frau Bäuerin. Ja, was auf meiner Seite geschieht, und das geht dich nichts an, und was auf meiner Seite passiert, das geht dir auch nichts an, gell? So. Jawohl. Was fasst du da? Was war das? Das war jetzt eine Scheidung, ohne Richter und ohne Anwalt. Ja, Monika, geschiedene Leute sind wir in jeder Beziehung. Und der Strick soll also jetzt ein Jahr lang da so bleiben? Ja, solange ich auf dem Hof bin. Und ich verbiete dir, dass du diese Grenze da jemals übertrittst. Weder bei Tag noch bei Nacht. Hast du auf meiner Seite was zum Suchen, klar? Da brauchst du schon keine Angst haben. Ich hab's schon nicht nüber.
Ja, bleib nur drüben in dein Reich, du Zwiderwurzen. Aber bei uns herüben, da herrscht die Fidele Bauer. Trink, trink, Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink, heute geh mir lang nicht nach Haus. Der Koch ist aber auf meiner Seite. Und darum verbiete ich ihn mir. Da bist du stört dann genau aus. Da scheint Sonne, da singen die Vögel, da herin singen wir, gell? Meine Kummer und meinen Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Vorwärts! Meine Kummer und meinen Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Trink, trink, Brüderlein, trink. Lasse dich so. Was ist im Bereich los? Kapihofer, gut, dass du da bist. Du bist doch wirklich ein Unparteiischer. Verbiet dem Hannes die Grölerei. Oh, ich gröle nicht, ich singe, gell? Und das hat mir niemand zu verbieten. Ja, da schau her. Wollt ihr da herin eine Wäsche aufhängen, hä? Lust du die Finger da weg. Das ist die Gemeindegrenze. Ja, da drüben, da ist der gemütliche Teil. Da drüben, da ist die Hexenküche. Kapihofer, du wirst ja nicht lange überlegen, auf welche Seiten das kommst. Ah, woher denn? Die Hexenküche natürlich. Los, du mir. Grüß Gott, mein Hand. Ah, der zweite Vertrauensmann ist da. Seid ihr unter die Seildienste gegangen, oder was denn? Wo bist du, ja? Links oder rechts? Bitte. Zu mir natürlich. Komm nur her, Niederegger. Ich beiß dich nicht. Na, da schau her, du bist auch da. Und wie schaust denn du aus, hä? Das magst ausgerechnet du fragen. Wer hat denn dir so schnell deine Haare geschnitten und deinen Bart abgenommen, hä? Du, ich werde was sagen, der Pater ist zufällig mit seinen Köfferl an meinen Hof vorbeigegangen, habe ich natürlich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und hab ihn reingerufen, nicht? Na, darum war der nicht in seinem Geschäft. Und ich hab alles so lahm machen müssen. Ja, so schaust du aus. Ja. Du, sag einmal, was hast denn du an ihn überhaupt verloren? Hä? Und du nachher, frag dich doch selber, gell? Ja, ich möchte doch. Der Niederegger ist bestimmt dienstlich hier, ja? Genau, so ist es, Hannes. Ich komm zu euch wegen der Wohltätigkeitslotterie. Da hat die Gemeinde den öffentlichen Verkauf übernommen, nicht? Ja, jetzt hätte ich halt noch 11 Lose da. Wollte euch fragen, ob man vielleicht einer eins abkauft. Oder aber freilich, Bürgermeister, gib nur eins her. Wie viel kostet denn? 10 Mark das Stück. 10? Ja, hier sind sie zu teuer, das weiß ich schon. Braucht auch was. Kauft mir jetzt irgendwie. So. Da pass auf, Bürgermeister. Ja? Da hast du 10 Mark. Weil für die Armen muss man schließlich was tun. Sehr gut. Ich danke dir. So? Und jetzt zieht da eins raus. Womöglich den Haftrepper. Schwuppdiwupp. Sehr richtig, für die Armen, da muss man was tun. Niederegger, mir gibst die restlichen Lose. Die restlichen, alle 10. Ja, die kosten bei 100 Mark. Hast 100 Mark, her damit. Was gleich 10 Lose, das ist für ein arger Leichtsinn. Naja, mir kann's recht sein. Ja, danke schön, Hannes, aber der Kapihofer hat ausnahmsweise mein Recht. Ein bisschen leichtsinnig ist das schon nicht. Um 100 Mark in der Lotterie setzt, obwohl es für einen wohltätigen Zweck ist. Um 800 Mark einen Hund kauft. Brauchst du nicht weitere, Herr Niederegger. Mit meinem Geld mache ich, was ich will. Hast du vollkommen recht, Hannes. Prost, Toni. Prost, Waldhofbauer. Was hat er sich denn da für einen Saufkumpanen aufgelesen, hä? Das ist der Lachmeier, Toni. Ach, der. Ein Stravanzer. Der ist nie lange aushält bei der Arbeit. Alle Augenblick ist er wieder daheim, gell? Ja, ja. Ich scheik Arbeit nicht. Mhm. Ich hab ja auch meinen Meister gemacht. Aber ich halte es in der Fremden nicht aus, wenn ich meine Kunde nicht sieg. Jetzt siehst du es. Wo? Na, dieser gar nicht da. Sei froh, sonst sehst du die Doppel. Das ist heute der Tag. Kapihofer MM. Hä? Milch und Most. Aber jetzt hätte ich ein Projekt an der Hand. Dies, wenn ihr durchführen könnt, dann tät ich sofort im Liener seine Schlosserei pachten. Jawohl? Oh, Jägerl, hast du ihm gehört? Ein Liener seine Schlosserei pachten, dass ich nicht lach. Ja, weißt denn du überhaupt, dass der alte Liener 10.000 Mark Kaution verlangt? Hä? Ich brauche bloß 4.000. So. Dann darf ich die Spekulation mit meinem Projekt durchführen und hätte gleich das Geld beieinander. Was, Toni, du brauchst 4.000 Mark für eine Spekulation? Und damit schaffst du für dich und für die Kuhne eine Lebensexistenz? So ist's. Die leih ich dir, Toni. Zinslos. Was? Leihen? Ja, Hannes, da kannst du das Geld gleich zum Fenster nachschmeißen. Wer will denn das Schlosserl da aus 4.000 Mark 10.000 machen, hä?
Ja, ich kann's. Also, oder glaubst du mir's nicht, Waldhofbauer? Ja, ja, ich glaub das doch nicht, freilich. Einschlagen, Waldhofer, aber nichts zinslos. In 8 Tagen, da bin ich mit meinem Gewinn zurück und dann kriegst du die Hälfte. Wir machen halbhart, magst du? Ist schon gut, da sei noch. Ja, danke schön, ich glaub's umgeschaut. Vergeht's gut, Waldhofbauer, vergeht's gut. Jetzt muss ich aber gleich loslassen, gell? Ja, servus, gut. Mein Schnaps hätte ich bald vergessen. Jetzt ist er schon wieder um 4.000 Mark ärmer. 800 Mark der Hund, 100 Mark die Lose, 2.500 die Hypothek. Das sind insgesamt 7.400 Mark. Tja, wie die rechnen kann und alles im Kopf. Da tätst dich du hart, gell, Kappi? Ja. Dann hat er ja nur noch 2.600 Mark über. Ja, und mit die wird er auch bald fertig sein. Jawohl, dann kriegt er seine 20.000 Mark Schmerzensgeld und der Waldhof gehört Harmonika. Und er kann gehen. Und das wird der schönste Tag in meinem Leben. Ein Schatz ist ein Schlosser muss sein. Der macht sich einen Schlüssel, bricht ins Herz. Ah, das tut schon. Nur kann ich lange Geschichten machen. Bricht ins Herz bei mir ein. Ach, die muss aber auch alles zueinander liegen lassen. Schatz ist ein Jäger. Ui. Mei, ohne Hut ist er wieder im Wald. Ja, da muss er ja am Kopf frieren. Und ohne Jacken auch. Jesus, da wackelt ja genug. Die muss ich gleich anlehnen. Du Conny, war der Briefträger eigentlich schon da? Na, warum? Wart's doch was? Ich weiß nicht, warum meine Mutter so lange nicht schreibt. Ach, mein Toni rührt sich auch nicht. Geht es erst eine Woche her, dass der Toni weg ist? Ja, aber in 8 Tagen ist er wieder zurück, hat er gesagt. Du nimmst es aber genau. Ach, Bauer,
Die, wenn ich nicht hätte, ich darf schier verzagen. Hast du so gern deinen Toni? Die Luft geht mir direkt aus, wenn ich nur an ihn denk. Dann denk nicht so viel an ihn, weil sonst erstickst du noch. Ach, die Liebe ist schön, aber furchtbar. Ja, furchtbar kann sein, da hast du recht, Conny, ja. Was machst du mit meiner Jacke? Ein Knopf möchte ich annehmen. Du, Conny, da möchte ich jetzt mal was fragen zu deinen Liebeserfahrungen. Okay, da hast doch du viel mehr wie ich. Tja, mehr vielleicht schon, aber die meisten, die waren nichts Gescheites. Sag mir, Conny, was lässt man sich jetzt von einem liebenden Menschen so alles gefallen? Hä? Oh, viel, sehr viel. Ja, da steckt man so allerhand ein. Aber ein Watschen lässt man sich nicht gefallen von demjenigen, oder? Na, das war nicht die richtige Liebe. Aha. Conny, hast du dem Toni schon mal so eine richtige runtergehauen? Na, nie. Ja, gar keine Idee. Aber sagen wir mal, wenn er dich ärgern tät, da tät sie doch bestimmt einmal in die Finger jucken, hä? Na, das tat woanders weh. Zuhauen tut eine Frau überhaupt nicht. Hast du eine Ahnung? Dann habe ich mich also echt getäuscht. Jetzt einmal andersrum, Conny. Sagen wir einmal, wenn ich der Toni jetzt einmal so richtig backen tät und tät so ganz fürchterlich abpuzzeln, das tätst du doch sicher nicht so ohne weiteres gefallen lassen, oder? Gewinn es doch nur endlich einmal tat. Ich warte doch schon ewig drauf. Hey, Conny, du bist bei der richtigen Beraterin. Ja. Hier, Gerd Bauer, du hast ja schon ein ganz graues Haar. Oh, na, reiß raus, sei ja, so gut. Ja, Eins ist noch da. Oh, du, aber nicht alle, weil sonst habe ich bald überhaupt keine Haare mehr am Kopf, gell? Jetzt glaube ich sicher keins mehr. Ah, schon. Oh, pardon, Storch. Möglich, ja. Conny, was tust denn du da? Ich muss am Bauern einen Knopf annehmen. Am Kopf? Ah, meiner Jacken. Dann entschuldigt's halt bitte schön, dass ich nicht angeklopft hab. Conny, mach in die Küche aus, das Geschirr abwaschen. Ist schon abgewaschen. Dann gehst in den Stall raus und du hast die Fackel futtern. Sind schon gefüttert. Dann riechst zum Abendessen her. Aber geh Bayern, da ist doch nur ewig Zeit. Und heute gibt's doch nicht einmal was Warmes. Erst muss ich jetzt den Bauern den Knopf annehmen. Mhm. Soll ich vielleicht vorher noch am Kamin kehren oder Fenster putzen? Nu, bisschen ruhig halten. Sonst stich ich mir ja nur im Finger. Ach, Kunderli, das wäre für deine Freundlichkeit ein schlechter Lohn, gell? Merkt ihr das eine, Kuni? Kein Mann ist es wert, dass man für ihn nur ein Tröpfel Blut vergisst. Okay, das kann ich nicht glauben. Wenn man einen so richtig gern hat, dann erleidet man noch ganz andere Sachen. So, du hast also einen richtig gern. Ja. Ganz sakrisch. Aber ich verrate nicht wem. Nur der Bauer weiß, gell? Ich weiß es, Kunneli, ja. Und jemand anderer braucht's vorläufig auch nicht wissen. Ich bin nicht neugierig. Aber vielleicht wär's es noch mal bereuen, Kuni. Die Liebe ist, weiß Gott, nicht immer ein Vergnügen. Oh ja, das haben wir zwei auch gerade festgestellt, gell, Kuni? Die kann furchtbar sein. So, Dankeschön. Der Knopf sitzt fest. Mhm. Wenn's mich brauchst, Bauer, dann schreist nur, gell? Ich bin in der Küche. Dankeschön, Kuni. Du, Hannes? Wer ist denn der Herr, der aus München gekommen ist und schon den ganzen Tag im Wald rumstiefelt? Oh, das ist ein Käufer für Schlagholz. Den Meier kenne ich schon von meinem früheren Jagdherrn her. Der macht alle Geschäfte, die ihm auftragt. Er ist auch Makler, sehr, sehr tüchtig. Übrigens, ich bin doch dir, was den Wald anbelangt, keine Rechenschaft schuldig. Nicht? Na, du verstehst ja nichts davon. Ich frage dich auch nicht, wie wir für Eier das deine Hände eingelegt haben. Gut. Dann hast du aber auch nichts mit meinen Dienstboten zu schaffen. Die kehren nicht zum Wald. Was meinst du damit? Wenn du selber kein Gespür hast dafür. Das geht nicht, dass du in unserem Haus da herin mit der Kuni rumpussierst. Oh, Monika, das sind Privatangelegenheiten. Die gehen dich überhaupt nichts an. Der alte Waldhof hat schon gewusst, was er tut. In einem Jahr spätestens bist du von hier draußen. Mhm. Wie haben wir in seinem letzten Brief angeraten, auch dich zu heiraten, da du nicht mehr gewusst, was er tut. Da muss ihm die alte Schwäche schon ganz dammisch ins Hirn gestiegen sein. Ja. Ja, das glaube ich auch. Denn dass er mir zumutet, einen Mann zu nehmen, der ohne einen Harem nicht leben kann, der sie von der Hausmagd stundenlang in die Haare rumkrabbeln und stundenlang Knopf von ihnen lässt, das ist wirklich ein Zeichen von geistiger Umnachtung. Uch. Was war jetzt das, hä? Sind wir vielleicht gar ein bisschen eifersüchtig? Fräulein Bäuerin, ich glaube immer, die Watschen ist da nicht von Herzen gekommen. Grüß Gott! Doch, Herr Ramm!
ist gar niemand da. Ja, werden wir gleich einmal sehen. Ja. Ja, wo ist denn die Monika? Also, wie du den Namen wieder aussprichst, Monika. Hm? Mit einem Pfund Schmalz und 10 Kilo Zucker im Kehlkopf. Ist auch ein schöner, weicher Name. Monika, Monika, der passt so gut zum Monika. Sag mal, Kappihofer, schämst du dich überhaupt nicht, ha? Na? Du Pantoffelheld, du. Schicken wir uns lieber wohin? Ja, aber wohin, wo? Natürlich zur Monika. Ja, hoffentlich kommt sie bald, das Monele. Monele, glaubst du, sie wäre wahnsinnig, der hört nicht auf. Mensch, du bist 25 Jahre verheiratet. Ja, auch ein Ehemann kann sich am Anblick einer hübschen Frau erfreuen. Okay. Na ja, und noch 25-jähriger Ehe passiert das aber nicht. Und vielleicht gefall ich auch dem Monele. Dem Monele. Bevor die Monika so einem wie dir... Was? So einem wie dir auch nur den kleinen Finger reicht. So einen nimmst zurück? Dann nimmst du eher den Hannes. Den mag's ja gar nicht. Meinst? Na, da ist eine Kappihofer. Mir kommt da Verschiedenes verdächtig vor. So? Was denn? Du, hab die Monika mal beobachtet, wie sein Hannes nachgeschaut hat, wie ein Waldnauf ist. Ja. Da hat sie einen Schnaufer loslassen wie ein krankes Ross. Wie ein Ross? Ja, das ist verdächtig. Da muss was geschenken. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. In Konkurrenz können wir natürlich nicht treten, mein Hannes. Das ist klar. Du vielleicht nicht, aber ich. Ja, du erst recht nicht, nicht? Na, der Hannes, der muss irgendwie weg. Weg, verstehst? Ja, schon, aber das geht doch nur, wenn er von den 10.000 Mark nichts mehr hat. Jetzt sind sie ja noch 2.600. Eben, Kappihofer. Und darum müssen wir ihn zum Geld ausgeben verleiten. Schon, aber wie? Ich sage, zum Ausgeben verleiten. Ich hab mir schon was ausgedacht. Ich hab doch so ein komisches Grundstück, den Burgwinkel. Kennst du, ne? Ja, die paar Quadratmeter Grund, da wo die Ruine draufsteht. Genau. Ja, wo nichts drauf wächst, ist wie Blumen und Unkraut. Ja, genau, den Kappihofer. Und der Hannes ist ja ein bisschen... ein extravaganter, sonst hätte sie ja keinen persischen Windhund gekauft, ne? Ja. Wer weiß, vielleicht gefällt ihm das Platzerl grad, he? Niederreger, ganz neidlos. Du bist gescheiter wie ich. Ja, da gehört nicht viel dazu. Naja, aber als Besitzer darfst du dein eigenes Grundstück nicht antragen. Das muss ich machen. Du, das ist das erste vernünftige Wort, was ich seit Langem von dir höre. Traust du das zu? Alle Tag, Niederreger. Lass das mich machen. Kappihofer, wenn du das zusammenbringst, kriegst du eine Provision. Meine Provision heißt Monika. Geht nicht, Kappihofer, sonst erschlag dich dein Weiberl. Jetzt sei doch mal vernünftig. Sieh endlich einmal ein, dass ich als Junggeselle bei der Monika die absolute Vorhand hab. Verstehst? Du bist kein Junggeselle, du bist ein Altgeselle. Und du bist ein missgünstiger Mensch. Was bin ich, wenn ich noch... So, seid ihr wieder einmal da. Grüß dich, Monika. Ja, es ist uns eine Pflicht, dass wir mal nachschauen. Und eine Freude ist es natürlich auch. Ja, jetzt zerreißt ihn ja nicht. Natürlich müssen wir auch nachschauen und überprüfen, was der Hannes macht, ne? Na, was wir da machen, Dummheiten macht er natürlich. So? Na, passt's einmal auf. Da ist nämlich das Wirtschaftsbuch. Heute habe ich die erste Wochenrechnung nämlich abgeschlossen. Ach so. Jetzt passt auf. Ja. Schaut's her. Für Eier, Butter, Milch habe ich 279 Mark eingenommen. Ja, ja. Ein Fackel habe ich dem Metzger um 250 Mark verkauft. Ja, ja. Macht zusammen 529 Mark Reingewinn. Die kommen natürlich zu meinen 10.000 noch dazu, weil von denen habe ich ja nichts ausgegeben. Ja, das ist... Und was hat der Hannes in der Woche verdient? Gar nichts. Und 7.400 Mark oder so gut wird zum Finstern ausgeschmissen. Ja, das. Ah, die beiden Herren sind auch schon wieder da. Ja, grüß dich gut, Hannes. Monika, sei so gut, lass bei einem auch eine Brotzeit richten. Er fährt mit dem 8-Zug wieder heim. Wann kommt er denn, dein Herr Meier? Er war mit mir im Wald, jetzt schaut er sich die Ortschaft ein bisschen an. Da sieht er in Stauding nicht voll. Ja, der Herr Meier ist Makler. Solche Leute schauen mit anderen Augen. Jetzt fährt er, wie gesagt, abends mit dem Zug wieder heim. Dann brisiert sie nicht so, dann haben wir ja noch massig Zeit. Friss mich nur nicht gleich wieder. Ich hab nicht angefangen, mit dir zu reden. Ja, das bin ich froh, wenn dieses Jahr vorbei ist und wenn ich gehen kann. Am liebsten gehe ich heute schon. Dann fahr nur gleich mit deinem Herrn Meier mit. Mit dem 8-Uhr-Zug. So dumm bin ich auch wieder nicht. Dann krieg ich doch meine 20.000 Mark nicht.
Da muss ich schon warten, bis mich der Notar ausschmeißt. Aber lang kann es nicht mehr dauern. Denn ich habe nicht mal zu viel von meinem Betriebskapital. Red's nicht vom Kapital, das erinnert den Niederegger heute an seine Geldsorgen. Was sagst du da? Gesagt, wann hat denn der Bürgermeister Geldsorgen? Ja, das würde mich auch interessieren. Ja, der Niederegger, der möchte doch bauen, nicht? Was möchte ich bauen? Bauen, eine Kegelbahn möchtest du doch bauen, nicht? Und die kostet einen Haufen Geld und auf Schulden möchtest du die machen lassen. Was möchte ich eine Kegelbahn bauen? Und jetzt sucht er einen Käufer für seinen Burgwinkel. Ach so, ja. Den stornigen Buckel. Ja. Die alten Mauern, wo die vielen Vergissmeinnicht wachsen. Ja, wo die schönen Blumen draufstehen. Und eine herrliche Aussicht. Ja, ist. Ja. Wird nicht leicht sein, ihn zu verkaufen, ja. Gell? Na, da müsste man schon einen ganzen Dummen finden. Ja, ja. Einen ganzen Dummen? Niedriger, was soll denn der Krempi kosten? Ja, ja, an die 3000 Mark stellst du dir vor, Niedecker. So? Ja. Ach so, ja, ja, das stelle ich mir vor, mindestens. 3000 Mark habe ich nicht mehr, aber wenn dir der Burgwinkel für 2600 feil ist, dann gehört er schon mir. Ja, Niedecker, ja, schlag doch ein. Ja, ja. So, mein Lieber, ich mach jetzt ein. Setze eine Schrift auf, gell? Die müssen wir dann unterschreiben. Ja, gut, Hannes. Jetzt gilt's. Da hast du für einen guten Kauf gemacht, weil für diesen Preis, dieses schöne Platz, ich gebe mir ja nicht gern her. Oh. Ja. So, Monika. Jetzt komme ich dann jedes Jahr im Urlaub im Sommer auf meinen Besitz. Und da werde ich von der Weiten dann recht schön zuwinken. Und jetzt packe ich meine 7 Zwetschgen zusammen. Da musst du erst noch unterschreiben, gell? So, damit wäre auch der Kaufpreis quittiert. Jetzt müssen wir zwei sofort den Notar schreiben. Und weg kannst du erst, wenn du die Antwort hast. Ja, so verlangt es halt der Rechtsweg. Tut mir leid, Monika. Jetzt musst du noch ein paar Tage aushalten. Ich werde es überleben. Jetzt war gerade der Postbote da. Ein Brief ist für den Bauern, den musst du aber gleich unterschreiben, weil der ist eingeschrieben gekommen. Und für den Bürgermeister ist auch ein Schreiben da. So? Ja, ich hab dem Postbote gesagt, dass du gerade bei uns bist. Das war gut, Conny. Ah, das ist die Ziehungsliste von der Wohltätigkeitslotterie. Ich trage dem Postbote den Zettel zurück. Aha. Jetzt, Monika, bring einmal der los. Vielleicht hast du was gewonnen. Schauen wir mal. Schau her. 6695 ist meine Nummer. Schauen wir mal nachher. Ja, ja, also, schauen wir mal. Schauen, noch dazu eingeschrieben. Vielleicht liegt ein kostbarer Liebesbrief dabei, von deiner zukünftigen. Durchaus möglich. Oder sie schreibt ihm, was der persische Wind macht. Ja. Was ist jetzt? Was? Verloren hast, Monika. Mach mir leid, nichts davon. Mach doch gar nichts draus. Dafür wird dich das Glück in der Liebe belohnen. Hurra! Was schreist denn da so? Pass mir auf, was meine Mutter schreibt. Mein lieber, guter, braver Sohn. Die meinen dann anderen. Da steht's. Ich schreibe dir erst heute, weil erst alles glücklich vorbei ist. Deine Hündin hat 5 Junge bekommen. Und die Gäste von deinem Jagdherrn haben sie mir direkt aus der Hand gerissen. Nach 8 Wochen werden sie abgeholt. Aber das Geld habe ich gleich bekommen und sende es dir hier. Für den nächsten Wurf habe ich schon Vormerkungen. Beiliegen für 5 junge Hunde, auch 550 Mark. Für alle miteinander? Für einen. Oh. Zusammen 2750 Mark. Ja, das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's, da liegt das Geld drin. Bleib gesund und schreibe bald. 2750 Mark für 5 junge Hunde? Jetzt seid's platt, gell? Ja, wir erwanschen. Also bei so viel Glück würde ich mich fürchten. Ja, du, sag doch mal dein Los her. Du hast doch da auch gespielt in der Lotterie. Vielleicht hast du auch was gewonnen, nicht? Glaube ich nicht. Ah, die sind alle von der Serie. Wir lassen schauen. Okay, weißt schon, was du mit dem Geld machst, Hannes? Nicht. Ach, meine Braut, der kauft jetzt ein goldenes Kittel mit einem Herzerl, goldene Ringel. Ja, und seidene Tücher, dass ich sie ganz drin einwickeln kann. Hoffentlich langt da dein Geld bei deinen vielen Bräute. Hoffentlich. 66! Was denn? 66! Das hat jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Hat er gewonnen? Ja. Nein, 2000 Mark. Also, das ist zu früh, ein Sprichwort sagt. Das Glück ist ein Rimpfig und sucht seinesgleichen. Dann hättest ja du gewinnen müssen. Eben. Doch, mit dem los kannst du in der Stadt dein Geld abholen, gell? So. Ja, meine Herren, jetzt waren die 100 Mark doch nicht leichtsinnig zum Fenster rausgeschmissen.
Das ist ja wirklich zu blöd, jetzt habe ich schon wieder so einen Haufen Geld. Bis halt so weitergeht, hä? Das glaube ich kaum, Hannes, weil jetzt hast du kein Eisen mehr im Feuer. Komm, Karte, den Hund. Was ist jetzt das für einer? Das ist doch der Lachmeier, Toni. Jetzt hätte ich ihn selber gar nicht kennen. Und so neu eingekleidet. Ach ja, der Schlosserl, gell. Herr Schlossermeister, bitte. So. Herr Toni, wie schaust denn du aus? Komm her. Wie es sich heute für deinen Geschäftsinhaber gehört. Gerade habe ich mit dem Lena alles abgemacht. Waldhofbauer, dir bringe ich jetzt mit vielem Dank dein Darlehen zurück. Also, 4.000 hast du mir geliehen. Ja. 12.000 habe ich verdient. Davor ist dein Anteil jetzt... Nix, Toni, ich will keinen Anteil und keine Zinsen. Wenn ich der Helfer hab, so freut mich das. Und dass du mir das Geld so pünktlich wiederbringst, das ist schön von dir. 4.000 für mich, dank der Chef. Das muss ja ich sagen. 1.000 Mal Dankeschön. Hä? War doch noch ein Eisen im Feuer, hä? Ich glaub's einfach nicht. Ja, mein Lieber, bevor ich das glaub, dass der 12.000 Mark gemacht hat, möchte ich was Genaueres erfahren. Ja, das ist kein Geheimnis. Ja. Der Kappihofer, der hat voriges Jahr seine Dreschmaschine verkauft, obwohl es nicht alt war. Ja und? Aber sein Mechaniker hat ihm gesagt, die Reparatur wäre unerschwinglich. Das ist nämlich ein amerikanisches Modell. Aha. Und da hat er behauptet, die Firma wäre eingegangen. Und in Europa sind legal keine Ersatzteile mehr zu kriegen. Ja, so war's doch, oder? Oder was beißt mir? Im Gegenteil. Die Amerikaner sind in dem Jahr mit ihren modernen Maschinen ganz groß rausgekommen. Und ich hab genau gewusst, wo man Ersatzteile kriegt. Mhm. Nur dem sein Mechaniker hat's nicht gewusst. Der ist ein Trottel. Dann passt er zu dir. Okay? Am Kappihofer sein Käufer, der Lohmeier von Glanzing, der ist auch auf das Gerücht eingefallen und hat nicht schlecht geschimpft. Ja. Ich hab ihm gesagt, für den Alteisenhaufen gebe ich ihm ein paar hundert Mark und am Ende war er noch froh drüber. Und ich hab's mit neuen Originalteilen auf Glanz hergekriegt und um 14.000 Mark verkauft. Oh. Naja, die Maschine war jetzt so gut wie neuwertig. Reingewinn 12.000 Mark. Beim Lena lege ich heute die Pachtkaution noch bar hin. Um 14.000 Mark verkauft er mir heute die Dreschmaschine. Den Trottel vor einem Mechaniker bringe ich um. Das hilft uns auch nichts mehr. Der Obertamische war's schon selber. Kappihofer, das Geschäft hättest du auch machen können. Lach nicht so blöd. Ich lache nicht. In den Hintern kann ich mir nein beißen. Da kommst du nicht hin. Toni. Wieder sagen, das feiern wir jetzt gleich richtig, hä? Ja, aber ein bisschen später. Zuerst muss ich meiner Braut die Freudenbotschaft überbringen. Meister bin ich. Eine Schlosserei hab ich und bald sogar eine Schlossermeisterin. Ja! Oh. Ja, ich täte mich heute entschuldigen. Ja. Ja, ich hab ja so ÖH gesagt. Ein stürmisch junger Mann. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Na ja, Mann, alles besichtigt? Ja, Herr Berghammer, ich hab sogar was entdeckt. Ja? Und da möchte ich noch ganz schnell, bevor ich wegfahre, einen Kaufvertrag machen, wenn's klappt. Wollen Sie vorher noch Abendessen? Nein, Dankeschön, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr dazu. Das Geschäft geht vor und den Achterzug muss ich unbedingt erwischen. Ich bin ja auch Buchmacher. Und übermorgen ist das große Rennen. Aha. Da rollen eine Menge Aufträge. Sie kennen meine Devise, Meier macht alles, Meier kann alles, mit Meier kriegt alles. Herr Meier, was wollen Sie noch für ein Geschäft erledigen? Ein Kunde von mir möchte gerne ein Landhaus bauen und sucht dafür ein idyllisch gelegenes Grundstück. Naja, er hat da ganz bestimmte Vorstellungen. Ruhig, naturnah, Waldnähe und natürlich eine schöne, unverbaute Aussicht. Ah, ja. Und genau das habe ich vorhin gefunden. Ich habe alle Vollmachten, kann sofort abschließen. Diesen köstlichen Fleck Einsamkeit lasse ich nicht mehr aus. Da schauen Sie, die Poesie, die wuchert dort nur so. Hab auch schon eruiert, wie der Fleck heißt. Burgwinkel. Was? Und hab bereits nachgefragt, der Platz gehört dem Bürgermeister von Stauding. Mein Informant meint, er tät diesen Burgwinkel sicher gern verkaufen. Ökonomisch ist er nämlich ziemlich wertlos. Na ja. Um 8.000 Mark handle ich ihm den ganzen Burgwinkel ab. 8.000 Mark! Das trifft sich gut, Herr Meier. Der Herr Bürgermeister ist zufällig hier. Der Herr da drüben links, das ist er. Gestatten, Niedecker, mein Name.
erster Bürgermeister von Staudingen. Meier, sehr. Freut mich sehr, Herr Meier. Das ist ja sehr günstig, da können wir ja gleich. Ja, Herr Meier, aber nicht mit dem Herrn. Bösen Sie mit dem Burgwinkel, dann müssen Sie jetzt mit mir verhandeln, weil den hat mir nämlich der Bürgermeister erst heute verkauft, gell? Hab ich, leider. Ja, ja, das ist ja noch besser dann. Tja. Ihre Blumen. Ich danke Ihnen. Wir werden gleich handeln, sein Sie, Herr. Ja, warum schaust du denn jetzt so dumm drein? Als junges helle Niederegger, dieses Geschäft hast selber machen können. Den lass doch nicht so blöd. Wer hat's denn eingefädelt? Wer denn, ha? Du, du Verräter. Meinen Sie mich? Nein, ihn. Entschuldigung. Naja, ich hab glaubt, dir passiert das. Das ist so, als wie mit meiner alten Dreschmaschine, gell? Herr Meier, was haben Sie vorher für einen Preis genannt? 8000. Gut einverstanden, weil Sie sind. Und weil wir uns immer so gut verstanden haben, gell? Sehr schön. Dann schreiben wir gleich ein paar Zeilen. Ja, aber nicht da. Kommst du mit in meine Kammer, da sind wir ungestört. Ich gehe voraus, ja? Niederegger? Ja. Vergiss mich nicht. Ich vergiss dich nicht. Sehen Sie, meine Herren, so macht man Geschäfte. Hätte auch 10.000 dafür bezahlt. 10.000! Halt's auf, ich mach mal rausschauen, ich sage dir. Mir ist das Glück vom Hannes direkt in den Fürst gefahren. Wahnsinn. Heute lass mich nicht allein. Nein. Geh mal zu mir nach. Ja, ja, aber dann nehmen wir schon eine Flasche Schnaps mit, gell? Also gut. Ja. So. Ich habe in der Woche 529 Mark verdient. Und der Hannes hat. Das muss man direkt schriftlich rechnen. Ja, also an den Hund, da hat er 2750 Mark verdient. Abzüglich 800 für das Muttertier. Macht 1950. Mhm. Ja, das Schlosserdarlehen, 4000 Mark hat er auch gerade zurückgelegt, nicht? Ja. Macht 5950. Ja, ja. In der Lotterie, da hat er 2000 Mark gewonnen. Minus 100 für den Lospreis. Macht 1900. An deinem Burgwinkel hat er 8000 Mark verdient. Abzüglich 2600 für mich. Ja, das macht es. Was ist denn da? Das da 7 hinüber, 2 nehme ich zu leicht. Und das. Jetzt hab ich mich verrechnet. Hab ich gleich gewusst, dass du das nicht rausbringst. Hat also der Hannes einen Reingewinn von 13.250 Mark gemacht? Prost, meine Herren. Prost. Wenn der so weitermacht, wird er Millionär. Nein, nein, nur nicht übertreiben, gell? Ich kann heute Nacht gewiss nicht schlafen. Mir wird von lauter Tausender träumen. Ja. Und mir von lauter Dreschmaschinen. Und mir von einem Meer voller Vergissmeinnicht. Ich muss dem Bauern auch Dankeschön sagen. Der ist scheint in seinem Zimmer. Ja, schauen wir mal, komm. Ah, der redet gerade mit jemand. Ich höre Stimmen. Wart mal halt. Ach, ich bin ja so glücklich, Toni. Kuhneli. Toneli. Oh, nicht stören lassen. Jesus Bauer, soll ich zum Abendessen herlegen? Nein, der Meier, Gott sei mir. Der möchte nur, bevor er sich fort möchte, sich hinten noch waschen. Ja, ich bring's ihm gleich. Ja. Ha, für uns ist direkt das große Glück gekommen. So, so, das hört man gern. Schau, ich kann da leider nicht mitreden, weißt du? Das sogenannte große Glück in der Liebe, das hat nicht jeder. Der eine, der kriegt Busseln, der andere, schwamm drüber. Am Sonntag gehe ich mit der Kuni zum Pfarrer. Aha. Ich trag's ihm gleich rein, gell? Also gut, Kuni, ja. Ist sie nicht ein liebes Mädel und ein gutes Mädel? Ach, ist mein Toni nicht ein gescheiter Mensch? Und ein lieber Mensch? Ja. Und ein braver Mensch? Ja, ein lieber und ein braver, oh ja. Es gibt auf der ganzen Welt keine Braven, wie ihr zwei seid. Mei, ich bin ja schon ganz deppert vor lauter Glück. Wie ich heute mit dem Lena die Pacht abgemacht hab, da kommt gerade sein Besuch aus der Stadt zur Nanni zu dir rein. Ich hab ihn nicht mehr zurückhalten können. Ich hab die Nanni gepackt und abbusselt, dass sie nur so geschnalzt hat. Was? Eine Nanni hast du abbusselt? Ja, und wir? Die ganze Welt hätte im Arme können. Du hast die Nanni abbusselt? Ja, freilich. Komm her, Kuni, gib mir auch ein Bussel. Ein Bussel, wusst? Geh zur Nanni! Waldhofer, hast du das gesehen? Und gehört. Ich glaub, das war ein Watschen. Ja, das scheint mir auch so.
Was tue ich denn jetzt? Jetzt bitte um Verzeihung. Dafür, dass Simeon ihn runterhaut? Dafür, dass du sie jetzt eifersüchtig gemacht hast. Ja, nie. Von der will ich nichts mehr wissen. Das war ja lauter Lirk, dass sie mich mag. Ein bisschen mag's mich. Ohne, wenn's jetzt beide bockt, dann kommt's nie mehr zusammen. Du, das kenn ich. Nein. Aus ist und gar ist. Ja, und schade ist, dass wahr ist, gell? Jetzt bleib doch da. Toni, geh jetzt, mach mal Dummheit. Toni! Conny, komm mal her zu mir. Na komm. Setz dich mal her zu mir. So, Conny, jetzt möchte ich wissen von dir, warum du dem Toni an ihn runtergehauen hast. He? Hast du nicht gern? Nicht ein bisschen gern? Na so, red doch. Doch, ganz narrisch. Ja, da haust du ihm da einfach an ihn runter. Das verstehst du nicht. Eine Frau muss ihren Stolz haben. Ja, sonst ist später in der Ehe immer der Mann oben auf. So ein Watschen ist doch nur so ein Ausbruch, aber keine Beleidigung. Und das muss er einsehen. Ja, aber du hast doch erst heute zu mir gesagt, dass man nur dann eventuell zuhaut, wenn man jemanden gar nicht gern hat. Mei, wenn ich es auch gesagt hab. Aber in der Praxis ist halt alles ganz anders. In der Praxis ist alles ganz anders. Ja, dann könnte er mich ja doch getäuscht haben in der Monika. Das muss ich jetzt genau wissen. Monika! Monika, geh, komm mal einen Augenblick raus, bitte. Aha. Was tust du denn da auf meiner Seite? Ich hab leider keinen so langen Arm, dass ich von mir bei dir anklopfen könnte. Also. Was willst du? Monika, es friert mich noch nicht gleich wieder. Ich glaube, ich bin jetzt auf was draufgekommen. So, und auf was? Monika, wenn ich dir in die Augen schaue, dann sehe ich dir... Jetzt brauchst du bloß so sagen, bis ins Herz. Genau. Und? Siehst du was Gescheites? Ja. Da sehe ich, dass deine Kratzbürstigkeit nur gespielt ist. Und dass du mich in Wirklichkeit sehr gern hast. Dann geh nur schnell zu einem Augenarzt. Du siehst voll schlecht. Ach, Monika, spiel mir doch kein Theater vor. Ich weiß jetzt, dass du mich magst. Mögen, gern haben. Das sind Wörter. Ich bin kein Ganzerl mehr. Ich hab auch ein paar Erfahrungen. Und wenn ich mir so recht überleg, dann hab ich die so gern, wie man einen Menschen gern haben kann, der ein richtiger Hallodri ist. Und das kann nicht viel sein. Vielleicht wird's mehr, wenn du mal meine Frau bist. Dich heiraten? Na, das tue ich mir nicht an. Ein Luftikus, ein Spielernatur, ein Weiberhelden. Na. Du hast jetzt zwar eine gewisse Tüchtigkeit im Geldverdienen entwickelt. Oder vielleicht hast du bloß Glück gehabt. Und deshalb wirst du wohl das eine Jahr auf dem Hof noch aushalten müssen, aber danach gehen wir auseinander. So oder so. Ist das dein letztes Wort? Ja, das ist mein letztes Wort. Dann brauche ich kein Ja. Das schaffe ich nämlich schneller. Herr Meier! Herr Meier! Komm mal einmal rüber, bitte! Bin schon startbereit. Und wie gesagt, Herr Berghammer, zum Essen reicht es leider nicht mehr. Es ist bedauerlich, aber nicht wichtig. Wichtig ist, es im Buchmacher. Ja, ja, ein sehr bekannter sogar. Darum muss ich ja morgen in München sein. Übermorgen ist das große Derby. Ja. Stell dir vor, Monika, jetzt hat doch der Kappihofer tatsächlich das ganze Flascherl Schnaps ausgerufen. Du vielleicht nicht? Okay. Ruhe, meine Herren, ich mache jetzt ein Geschäft. Wahrscheinlich ein Spielgeschäft, weil er sich gerade nach einem Buchmacher erkundigt hat. So? Ja. Herr Meier, was für Rösser laufen denn da? 12 Pferde. Wird aber nicht sonderlich interessant. Ich kenne jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit den Sieger. Mhm, Moment, ich hab's da. Wo haben wir's? Da. Goldregen ist ein Außenseiter, kann man vergessen. Sultan ist Favorit. Tja, auf den tippen natürlich die meisten. Bringt aber nichts. Ja. Außerdem habe ich meine Informationen. Sultan ist zurzeit nicht in Form. Die nächsten, Morgenstern, Artus, Blut und so weiter, sind alles zweite Wahl. Also gewinnt das Rennen todsicher die Monika. Was? Ha? Tja, die Monika. Ja, Monale willst du auch mit. Kappihofer, wenn einmal der größte Hirsch von Staudinger gesucht wird, brauchst du dich nicht zu bewerben.
Nicht? Nein, den Preis kriegst du automatisch. Ich danke dir. Der Meier, da haben sie das los, das lösen sie ein in der Stadt, 2000 Mark. Ihren Scheck haben sie zurück wieder. Und hier haben sie mein ganzes Bargeld. Und das alles setzen sie jetzt auf... Auf Monika. Nein, auf den Außenseiter. Wie heißt der? Goldregen? Alles auf den Goldregen. Um Gottes Willen, das dürfen Sie nicht. Sie verlieren Ihr gutes Geld. Das ist mein Geld, mit dem mache ich, was ich will. Alles auf den Außenseiter, auf den Goldregen. Herr Berghammer, lassen Sie sich von mir beraten. Sie verlieren sonst alles. Ja. Setzen Sie auf Monika. Nein, mit der Monika habe ich kein Glück. Meinst du, dass der Kaffee besser wird, wenn du mit dem Salzwasser machst? He? Nein, ist da der bitterer Kaffee werden. Dabei hat er doch nur aus lauter Liebe zu mir die Nanni abbussen. Ja, was denn für eine Nanni? Weil er halt so voller Glück war. Kann man denn aus Liebe eine andere abbussen? Ja, und wer ist denn überhaupt er? Mein Schatz? Das denke ich mir. Aber wer ist er denn? Der Herr Schlossermeister Lachmeier. Mein Toni. Der ist dein Schatz. Mhm. Ja, seit wann? Auch schon lang. Aber jetzt mag er mich nicht mehr, weil ich meine runtergehaut hab. So ist es. Ja, wie kannst du denn auch sowas tun? Hm? Ach, da kannst du nicht mitreden. Dir ist das halt noch nie passiert. So. Meinst du? Ja. Ja, Kuni, weinst du schon wieder? Ich glaub schon. Du hast 3 Tage Zeit gehabt, dass du den Toni versöhnst. Warum hast du es denn nicht gemacht? He? Geh ich denn doch kein Mannsbild nach. Fällt mir ja gar nicht ein. Gestern am Sonntag, gleich nach der Kirche, da bin ich bei der Schlosserei vorbeigegangen. Ganz langsam. Er ist aber nicht rausgekommen. Und am Nachmittag bin ich dann wieder bei der Schlosserei vorbeigegangen. Er muss mich gesehen haben. Aber er hat gerade so da, als wäre ich Luft. Nein, ich renn kein Mannsbild nach. Da wär's dir bestimmt recht unangenehm sein, wenn der Toni jetzt herkommt. Was? Er kommt her? Zu uns? Ja, er muss das Schloss von dem Schrank da reparieren, das sperrt nicht mehr richtig. Ja, Marant Josef. Ja, da muss ich ja gleich einen Kaffee kochen. Für meinen Donald. Für
Verliebte Leute sind niemals gescheit. So? Da kommst du nicht mit drin. Du mit dem kalten Herzen, du warst noch nie richtig verliebt. Da kann man doch nicht einfach mir sagen. Bei mir war heute die Geschichte anders, wie bei anderen Leuten. Bei dir ist alles anders, wie bei anderen Leuten. Drum darf's mir heute freuen, wenn wenigstens bei einem Menschen die Geschichte so wäre wie bei mir. Aber leider. Schon auf Zeiten der Postbote, der kann da schon langsam zurück sein aus Berchtesgaden. Hab ihm extra Trinkgeld gegeben für meinen Auftrag, damit er mit seinem Rad noch ein bisschen schneller fährt. Ja, was ist das denn für ein Auftrag? Und was hast du denn geschickt? Um die Sportzeitung, die gibt's bei uns in Stauding nicht. Kannst es wohl gar nicht mehr erwarten, bis du erfährst, dass du verloren hast. Kann du auch gewonnen haben. Und wen? Was verliere ich denn schon? Ich kenne deine Spekulation schon. Ja, Monika, in der Beziehung ist bei mir alles anders als bei anderen Leuten. Aber was leben wir? Rangum schau, ich mein, noch fast ein Jahr übereinander auf dem Hof hätten wir uns sicher nicht verdrungen. Da versprühe ich lieber mein ganz Geld und verschwinde aus den Augen. Wir sind einfach zu verschieden in unserer Art. Wann bist du denn da drauf gekommen? Am ersten Tag, wo wir auf dem Waldhof eingezogen sind. Vielleicht habe ich es auch vor 7 Jahren schon gewusst und bloß vergessen gehabt. Und warum hast du mir dann 3 Briefe geschrieben? Warum hast du mir keinen beantwortet? Weil ich erfahren habe, dass du die Wiesinger Kattel genauso angesäuselt hast wie mich. Genauso nicht. Und der Bachinger Lore bist nachgestiegen und mich? Mir hast du zum Narren gehalten. Nein, das ist nicht wahr. Ich hab mich trösten lassen, weil du mich so schlecht behandelt hast. Ach so. Naja, ein gekränktes Herz braucht einen Trost. Nicht? Ich mein, der eine versauft sein Kummer, ich bin nicht mehr für den weiblichen Tröster. Eine schöne Philosophie hast du. Und du willst mir sagen, dass du mich gern hast. Und dass ich 7 Jahre lang wegen dir nicht geheiratet hab und mich trösten hab lassen, das ist wohl nix. Das ist freilich was. Ein Lumper, der ausritt. Aber Monika, heute kann ich dir sagen. Und wenn du das einzige Weibsbild auf der ganzen Welt wärst, ja, nicht einen Finger tät ich mehr um dich rühren. Und wenn du der einzige Mann auf der Welt wärst und wenn du bis über beide Ohrwaschel in Gold stecken tätst und wenn du auf die Knie von mir daherrutschen darfst, dich nahm ich dir nicht einmal geschenkt. So, jetzt war's das. Jetzt weiß ich's, ja. Grüß dich, Gott Waldhofer. Wo fällt's bei dir? Im Hirn. Dazu brauchst du aber einen Doktor und keinen Schlosser. Ohne einen Doktor kann man nicht helfen, brauchst du einen Schlosser. Komm noch rein. Schau dir mal die Schlosser, das funktioniert nicht mehr richtig. Schau mal. Ja, der Schlüssel klemmt. Ja, das kann man abfallen. Und die Feder, die sollte man ein bisschen härter einstellen. Aha. Da hat übrigens mal einer rumgefuscht. Oh, das war aber eine schnelle Diagnose. Das ist auch schnell zum Richten. In ein paar Minuten bin ich fertig. Nein, nein, Toni, pressiert nicht. Lass dir nur Zeit, gell? Du, lass dir Zeit. Herr Schlossermeister. Herr Lachmeier. Blau steht da voll gut. Wo haben Sie denn den blauen Anzug gekauft? Schlossermeister, hat die Watschen weh, du? Mir auch. Ja, seit Freitag habe ich nichts mehr rechts essen können. Die Watschen, die liegt mir im Magen und schlafen kann ich auch nicht. Und das Herz tut mir weh. Wenn ich dir gesagt hätte, dass ich einen anderen abbusselt hab, dann wär's da auch nicht recht gewesen, oder? Gerade an der Eifersucht erkennt man die richtige Liebe.
bitte um Verzeihung, Toni. Toni, ich hab dich so fürchterlich gern. Au! Ah! Und jetzt das Buch. Was hast du denn jetzt gemacht? Mei, der Daumen, der ist ja ganz blau und rot. Und ganz breit jetzt dieser. Warte, ich hol da kurz Wasser. Na, Kuni, bleib da. Was hast du vorhin gesagt? Dein Daumen wird ganz blau und rot. Nein, nein, früher. Der blaue Anzug steht da gut. Später. Ja. Ich hol da kurz Wasser. Früher. Ich hab dich so fürchterlich gern. Sag's noch einmal. Ich hab dich so fürchterlich gern. Und wann haust mich wieder? Nie mehr. Kuni. Donnele. Und die Nanni. Ist die schon wieder in die Stadt zurück? Aber Kuni, die Nanni ist ein Schulmädel, ist 11 Jahre alt und ist auf Ferien da. Was sagst du? 11 Jahre? Ja, sowas. Du, pass auf. Du hast 50 Pfennig, kaufst dir eine Gurteln, lass dich schön grüßen und gibst dir ein Puzzle von mir. Du bist ja eine Verschwenderin. 50 Pfennig ist mir die Watschen wert. Wenigstens weißt du jetzt, was du zu erwarten hast, wenn du mal eine 17-Jährige in eine abpuzzelst, Donnerle. Ja, Kunnerle, dann darfst du wieder eine schmieren. Aber früher nicht. Na, ist das Schloss jetzt repariert? Nein, jetzt ist ganz hin. Aber mein Schlossermeister baut dir ein neues. Und eins ganz umsonst. Grüß Gott, mein Hans. Habe die Ehre. Auch so viel. Hat jetzt eigentlich der Postbote die Sportzeitung schon gebracht. Dann seid ihr aber neugierig. Jetzt keine Neugierde, das gehört zur Ordnung. Jawohl. Ja. Grüß euch. Grüß dich, Monika. Der Kuni, wo ist denn der Kaffee? Yes, das. Den habe ich in der Küche vergessen. Ja, dann mach nur zu. Weil der Bürgermeister und der Kappihofer trinken sicher auch einen. Na, danke schön, Monika. Ich mag jetzt keinen. Ich mag jetzt auch keinen. Kriegt mal Toni auch einen Kaffee? Seid ihr wieder gut miteinander? Ja, danke, Direktorin. Dankeschön. Ja, ich helfe der Kuni gleich. Also, dann, setzt euch nur her. Entschuldige, Monika, ich. Ich kann mich jetzt unmöglich hinsetzen, in mir Wurz. Ja, ich hab auch keine Ruhe, ich hab auch keine Ruhe. Ja, wieso denn? Der Monika, bedenk doch, wenn der Goldring verloren hat, bist doch du die alleinige Erbin. Jawohl. Der Postbote hat die Sportladen gebracht. Ja. Er dankt schon fürs Trinken. Lass noch gleich schauen. Geschwind. Ja, nachschauen du ich selber, gell? So lies schon. Schick dich. Langsam, wir versäumen doch nichts. Mensch, hat der eine Ruhe beieinander, wo für ihn doch der ganze Hof auf dem Spiel steht. Ich geh doch die ganze Sache nichts an. Von wegen, Hannes, wir sind immerhin das Schiedsgericht. Und schließlich hat man auch ein mitfühlendes Herz. Für die Monika. Nein, Kappihofer, wir sind neutral. Ich nicht. Haben wir schon. Wer hat gewonnen? Vorrundenspiel. 1. FC Nürnberg, Wacker München, 5:1. Was das für ein Mensch ist. Wir fahren aus der Haut und er liest zuerst den Fußball. Jetzt liest wahrscheinlich einmal den Rennbericht, Hannes. Bist du interessiert, bitteschön, schau selber los. Das ist nicht zum Aushalten. Komm, komm, gib her. Bist du die Fliege? Hey, hey, hey. Jetzt reißt du eigentlich gerade den Derby-Teil, gell? Ah, haben wir schon. Hat er gewonnen? Nein, nein, verloren hat er. Der Goldring ist letzter geworden. Das ist gut. Das müssen wir sofort dem Notar schreiben. Jawohl, da schau her. Da steht's. Goldring, letzter. Also die Monika hat das Rennen gemacht. Na Hannes, diesmal hat dich dein Glück im Stich lassen. Tut dir das nicht ein wenig leid? Um was? Ums Geld? Ich krieg jetzt endlich meine 20.000 Mark. Und jetzt geh ich backen. Monika, morgen hat der Notar den Brief. 2 Tage drauf hat der Hannes die Antwort. Und dann bist du von ihm erlöst. Und das könnt ihr wohl gar nicht mehr erwarten. Ja. Hat das Kind Kappihofer, wie sie sich freut, ha? Ist aber ein bisschen eine merkwürdige Freude. Red nicht so viel, schreib lieber. Ja, aber du diktierst, du bist der Bürgermeister, ja, ich bin viel zu aufgeregt, gell? Lieber Herr Notar. Moment. Lieber Herr, steht schon so. Mit dem Hund hat es angefangen. Und mit der Hypothek. Hypo. Dann kam die Lotterie und eine defekte Dreschmaschine. Das war die meine, oh Heimatland. Ja. Dazu noch einen wertlosen Burgwinkel. Das war der deine. Ich weiß es. Den zu kaufen,
einen großen Leichtsinn dargestellt hat. Hat. Es ist aber gut hinausgegangen für den Hannes, weil er 5 junge Hund gekriegt hat. Hund gekriegt hat? Einrücken. Hä? Einrücken, habe ich gesagt. Ja, wenn ich weiter rücke, dann fahr ich ja runter. Ja, doch nicht. Nicht auf der Bank einrücken, im Brief einrücken. Nicht. Neuer Absatz halt, nicht? Ja, ja, ja. Neuer Absatz. Auch hat er ein Schwein gehabt. Was für eine Sau? Bei der Lotterie. Also. Indem er das große Los gezogen hat. Los gezogen. Die Dreschmaschine hat Früchte getragen. Und der Burgwinkel gut abgeschnitten. Ja. Und wir zwei sind die größten Hanswursten. Stimmt. Das schreibst du aber nicht hinein. Braucht's auch nicht. Das merkt der Notar auch so. Weiter. 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 Alles, was er gehabt hat, hat. Dreimal hat? Nein. Hat er in den Goldregen hineingesteckt. Der ihm aber was gepfiffen hat. Pfeift ein Ross. Nein, das wir. Gepfiffen hat. Denn die Monika war die Erste. Die Erste. Punkt. Keine Feinheiten, gell, jetzt mehr. So. Mit einem Wort, er hat also nichts mehr von seinem Betriebskapital, außer der Mutterhündin ohne Junge. Junge. Und mit der ist nichts anzufangen. Anzufangen. Somit gehört der Hof laut Testament der Monika Bichler. Was wir Ihnen hiermit zukund und wissen tun, Linksbürgermeister. Ja. Links, bist du auf einmal bei den Sozien. Links unterschreib ich, rechts du. Ach so, ja, ja. Bürgermeister. Ja. Gemeinderat. Schreibe ich. Nicht Gemeinderat, Kappihofer soll ich hinschreiben, ne? Ah, ja, ja, kann ich Kappihofer. Oder schreib's gleich Kuvert. Dr. Murigl, Notar, München, Doktor. Prinzregentenstraße, 35a. München, so, mein Lieber. Der kann den Brief nie lesen. Der hat schon seine Dolmetscher, der Blackcounter. Jetzt gehen wir sofort zur Post, dann ziehen wir uns schön an und kommen zum Gratulieren. Kappi, hoffe, ich sag, dass mir fällt ein Stein vom Herzen. Warum? Ja, wenn der Hannes jetzt geht, habe ich doch freie Hand bei der Monika, ne? Du, da lach ich auch. Ja, ja. Und wenn sie jetzt weiß, vor lauter Lachen. Als Kandidat bin ich jetzt bei der Monika konkurrenzlos, Kappi. Ja, du kannst froh sein, wenn du das nächste Mal wieder zum Bürgermeister gewählt wirst. Du wirst jedenfalls nicht der Gemeinderat. Dafür werde ich schon. Passt doch auf, sonst könnt ihr einen Kaffee vom Fußboden aufschieben. Kuni, wir haben jetzt keine Zeit für einen Kaffee. Jawohl, stell den Kaffee kalt. Nicht kalt. Benehmen haben diese Bauern. Das hat ein Schlossermeister viel was Feineres. Mein Schatz ist ein Schlosser, Bayer in der Kaffee. Ein Schlosser muss sein, der macht sich einen Schlüssel, bricht ins Herz bei mir ein. Bauer der Kaffee. Hola, die Ria, hola. So. Ist der Kaffee jetzt da? Ja. Und ich trinken mit dem Toni in der Küche draußen, gell? Wollt's gerne los sein. Dann lasst euch nur nicht stören. Du bist auf einmal so freundlich. Das bin ich gar nicht gewöhnt von dir. Bin ich sonst nicht so freundlich? Nein. Also manchmal war es direkt zum Fürchten. Entschuldigst schon, gell? Die Wahrheit darf man immer sagen, Kuni. Hast du am Hanni schon gerufen? Hab ich. Und jetzt geh ich wieder zu meinem Schlossermeister. Du, Kuni. Warte ein bisschen. Ich darf dir nämlich gern was fragen. Ja? Wie bist denn du mit dem Toni wieder gut geworden? Ja, wie war jetzt das? Also erst hat er gar nichts mehr von mir wissen wollen. Obwohl ich ihm schon gezeigt habe, dass ich ihn gern hab. Ja, und dass mir die Watschen furchtbar leid tut. Und das hast du ihm gesagt? Ja. Es hat aber nichts genützt. Ja, gar nicht hingehört hat er. Und dann habe ich meinem Stolz einen Tritt versetzt und habe zum Betteln angefangen. Zum Betteln?
Na, doch. Ja, mit Stolz fängt man so ein Ausgeflogenes nimmer ein. Ja, und dann, Ja, was war denn dann? Ja, dann, na? Ja, also wenn du mich jetzt da schlagst, ich weiß es nimmer. Ja, aber irgendwas muss doch gewesen sein, was dich und Antoni wieder zusammengebracht hat. Ja, schon. Auf einmal haben wir uns halt umarmt und haben uns abbustelt. Aber warum? Weißt, Bayerin, ich denk mir halt, eine Frau muss nur im richtigen Moment immer das Richtige tun. Im richtigen Moment? Immer das Richtige tun. So, so. Jetzt lass nur dein Kaffee nicht kalt werden, Hannes. Wenn ich einen hätte. Jetzt ist die Kuni, das verliebte Madel. Dir stellst Milch hin und mir einen Kaffee. Bitteschön. Dankeschön. Magst du mir bitte die Milch rübergeben? Natürlich, entschuldige. Bitteschön. Dankeschön, Hannes. Jetzt hast du wieder keinen Zucker nicht. Na, die Kuni. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Werdet ihr nicht ein wenig als süß? Hm? Ach so. Nein, ich mag ihn gern so. Warum hast du denn deinen Rucksack heute schon rausgestellt? Dass ich ihn gleich bei der Hand habe, wenn die Antwort vom Notar kommt. Aber das hat doch noch ein paar Tage Zeit. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen. Sagt man ja. Gehst gern weg. Ja, sehr gern. Schaut. Hm? Schaut um den Wald, den hättest du fein wieder in die Höhe gebracht. Der Wald, natürlich. Ja, ich schreib dir noch genau auf, was du in der Angelegenheit zu tun hast. Da wärst du schon richtig, Mann. Du bist ja so tüchtig. Und ich meine, Stefan, wärst du auch sicher was von Forstwirtschaft mitgekriegt haben. Ja, aber als Frau hat man halt das Holzwesen nicht so ernst genommen. Magst du noch einen Kaffee? Ja. Ich auch. Dann müssen wir die Kannen wieder tauschen. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt hab ich keinen Zucker. Natürlich. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Der Toni und die Kuni sind wieder gut miteinander. So, so. Ja, man soll einen Streit zwischen Liebsleuten nicht so ernst nehmen. Im Handumdrehen sind sie wieder ausgesöhnt. Mhm. Und da mit der Eifersucht kommt alles durcheinander. Da kann einem sogar mal die Hand ausrutschen. Ohne dass man es will. Naja. Und dann kommt der Moment, wo man sich eingesteht, dass der andere recht hat. Und wenn es dann ernst werden soll mit dem Auseinandergehen, dann muss man halt ganz einfach seinem Stolz einen Tritt geben und.
reichere und ernsthaftere und schönere Männer finden könnt, dann... Dann? Dann tät ich doch bloß dir können. Monika. Ist das wahr? Mhm, ja. Dankeschön. Bitteschön. Und die Watschen neulich? Ach, nix wie Eifersucht. Was musst du gleich wieder zum Renommieren anfangen mit deinen Eroberungen? Und dann hab ich die mit der Kuni da herin gesehen, wie es auf deinem Schoß gesessen ist und die aber Tag streichelt die hat. Die hat mir nicht Tag streichelt, die hat mir bloß ein paar Weiße ausgerissen. Und wenn's auch gelungen wäre, Hannes, ich tät's dir glauben. Es ist aber nicht gelungen. Ui! Psch, nicht stören! Das ist der schönste Moment in der Liebe. Da kenn ich mich aus. Sag mal, Monika, wie ist das so schnell gekommen jetzt? Eine Frau muss halt immer im richtigen Moment das Richtige tun. Wo ist denn die Weisheit her? Von einer Jüngeren. Ich verrate was, Hannes. Mhm. Da sagt man immer jung und dumm. Stimmt gar nicht. Die Älteren sind meistens viel dümmer. Achtung, kommen dort wer! So, der Brief an den Notar ist schon unterwegs. Jawohl, eingeschrieben und per Eilbote. Und in ein paar Tagen komme ich zum Gratulieren, Monika. Ich komm morgen schon zum Gratulieren. Ihr zwei könnt uns heute schon gratulieren. Ja. In 3 Wochen heirate ich den Hannes. Es gibt eine Doppelhochzeit. Hurra! Wollt ihr unsere Trauzeugen machen? Monika, hast du das genau überlegt? Diesen Menschen willst du heiraten, der mit dem Geld gar nicht umgehen kann? Ja, der bei den Rennen alles verspielt. Ja, ja, ja. 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 Grüß Gott. Auch wieder, Herr Meier. Hoffentlich bringen wir keine Vergissmeine. Grüß Gott, meine Herrschaften. Ihr habt nicht über mich gebracht, Ihnen zu schreiben, Herr Berghammer. Ja. Ah, nicht Sie. Herr Berghammer, ich bin gleich selber gekommen, um Ihnen zu sagen. Wir wissen alles bereits, Herr Meier, aus der Sportzeit. Und Herr Berghammer hat sein ganzes Geld verspielt. Der Goldregen hat verloren, nicht? Mhm. Das ist richtig. Also. Aber im Hinblick auf unsere alte Beziehung habe ich ein bisschen eigenmächtig gehandelt. Und habe mir erlaubt, gar nicht erst auf Goldring zu setzen, sondern auf Monika. Was? Und die hat gewonnen. Sie kriegen den doppelten Einsatz. Den doppelten? Ja, Hannes, werd dir nicht langsam Angst vor deinem Glück. Du bist ja ein bayerischer Polykrates. Von wem spricht sie? Von einem gewissen Polykrates. Nie gehört. Dem Namen noch muss auch ein Ausländer sein. So. Doppelte Einsatz. Doppelte Einsatz sind 33.500 Mann. Stimmt. Hat der Mensch ein Glück. Ja, ich hab's Glück mit der Monika. Und wir zwei Kappehofer hängen uns auf. Thank you.